Du willst reden? Ich bin ganz Ohr. Guten Tag, Söldner. Was suchst du hier? Ich kenne nicht viele, die freiwillig darunter gehen würden. Hast du eine Ahnung, was dich da erwartet? Sollte nicht allzu gefährlich werden. Ha. Nach unserem Entschluss, den einen Seitentunnel zum Einsturz zu bringen, hat sich die Lage wirklich geändert. Ich denke, wir haben es mit dem Sprengstoff etwas übertrieben. Die Explosion hat zwar einige Wände eingerissen, aber dafür andere Wege zu neuen Höllen geschaffen. Daraufhin sind unsere Truppen schneller von einem Mutantenschwarm überrannt worden, als du Blutsauger schreien kannst. Viele unserer Jungs haben es nicht mehr zurück an die Oberfläche geschafft. Ich habe angeordnet, dass alle Ausgänge verschweißt werden. Das hat zumindest für einige Zeit geholfen. Die Mutanten haben dann aber angefangen, Löcher in die Erde zu graben und sind von unten eingedrungen. Während wir ein Loch blockiert haben, haben sie schon wieder ein neues gegraben. Allem Anschein nach verfolgen diese Mutanten nur ein einziges Ziel. Sie wollen uns um jeden Preis vernichten. Ich werde dir helfen, unter die Erde zu gelangen, aber dafür schuldest du mir einen Gefallen. Also gut, hier auf dieser unterirdischen Karte ist eine Pumpstation eingezeichnet, die das Grundwasser absaugt. Wenn du die Pumpe ausschaltest und das Tankventil öffnest, überflutet das Wasser die Höhlen und die Mutanten werden endlich Ruhe geben. Feldwebel Chersov, ich schicke einen Söldner zu Ihnen. Er will unter die Erde vorstoßen. Sorgen Sie dafür, dass er das Loch erreicht. Hat sich wirklich jemand bereit erklärt, in dieses Loch zu kriechen? Ja, in der Tat. Achten Sie darauf, dass er genügend Munition hat. Jawohl, General. Adios.